Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal Oxygen Not Included, weil da kam ein neues Update raus und es schaut ziemlich cool aus und es hat sich viel verändert. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mal. Ich habe jetzt ein Standardspiel mal ausgewählt und ja, werden wir mal sehen, was so alles neu ist, wo es uns hintreibt, was man so alles machen mit den Leuten und ja. Jetzt müssen wir uns erstmal hier einen aussuchen. Versorgung gab es vorher, glaube ich, auch noch nicht bei den Interessen. Okay, ich weiß leider nicht, was Versorgung genau macht. Freundlichkeit gab es glaube ich auch noch nicht. Aber medizinische Kenntnisse. Und mit Kreaturen zusammenarbeiten. Okay. Also ist auch interessant, aber ich denke mal, das ist eher wichtig für später. Wichtig, ich will auch keinen Schnarcher haben. Weil der weckt mir nur meine anderen Duplikanten auf, beziehungsweise erhöht deren Stresspegel. Und das wollen wir auch nicht. Gut, am Anfang ist wichtig, dass wir jemanden haben, der gut bauen kann, weil man viel bauen muss. Das ist doch schon mal gut. Hat zwar jetzt keine Vorteile, aber sie mag Bauen und Landwirtschaft. Das ist schon mal nicht schlecht beides. Nisbet behalten wir mal. Kochen, am Anfang glaube ich brauchen wir noch nicht so viel zum Kochen. Oder schon, ich weiß es nicht. Aber der hat auch nicht... Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Bedienen. Bedienen ist bestimmt am Anfang auch wichtig. Und er kann gut graben, aber er hat kein Interesse. Weil ich will schauen, dass ich mit den Interessen da immer gut zusammenkomme. Forschung ist zurzeit am Anfang auch wichtig. Hat auch Lernen und Kochen. Ich meine, da haben wir gleich einen Koch für später und am Anfang jemand für Forschung. Ist auch kreativ. Also haben wir auch wen, der uns Gemälde malen kann und Skulpturen machen kann. Zusammenschlagen kann. Genau, Skulpturen hauen, so nennt sich das, oder? Ich glaube schon. Genau, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Bedienen, bauen, forschen. Hier hat noch wen, der graben. Ja, das schaut doch gut aus. Kann graben. Okay, Betreuung muss er nicht machen. Mobofender, ja, das passt perfekt. Er mag graben, er mag ranchen. Ja, das, das ist quasi... Ich habe, also, das Spiel gibt es eigentlich nur auf Englisch, aber es gibt quasi in Steam diese Übersetzungspakete. Im Steam Workshop und ich denke mal, da werden die neuesten Sachen noch nicht übersetzt sein, aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Gut, wir nehmen die drei Leute. Schau mal. Das Scientific Asteroid. Das nehmen wir. Das finde ich, hört sich ganz gut an. Bin da nicht so wählerisch. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so Schönes haben. Gut, Alarm, deine Mannschaft ist in einem entfernten Asteroiden aufgewacht. Seltsamerweise können sie sich nicht erinnern, wie sie hierher gekommen sind. Sie müssen überleben, um Antworten zu finden. Starten. Ich spiele das Spiel ja schon eine ganz schöne Weile. Die Tabs können wir wegmachen, die brauche ich nicht. Ich fände es, also ich stand ja jetzt auch, sie müssen überleben, um Antworten zu finden. Es wäre schön, wenn man irgendwie, ja, später mal eine Antwort finden könnte, was passiert ist und so. Also so ein bisschen eine Story haben könnte. Da würde ich mich freuen, wenn es so wäre. Aber bis jetzt habe ich noch nichts herausgefunden darüber. Bis jetzt, beziehungsweise noch nicht gesehen, dass irgendwie eine Story am Ende noch kommt oder so. Gut, was ich hier sehe, wir haben verdammt viel Kupfererz, was echt gut ist. Und wir haben hier auch ein bisschen Wasser. Hier ist schon Schmutzwasser. Granit. Aber ohne Keime. Das ist gut. Da haben wir einen Puff, einen Leuchtkäfer. Noch ein Leuchtkäfer. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt mit den ganzen Kreaturen machen können. So, ich würde sagen, wir graben uns mal gleich hier nach links ein bisschen rüber. Das werden sie eh nicht mehr schaffen. Und das ist mal weg. Genau, wie hier oben auch schon steht, wir brauchen Toiletten. Die werde ich mal hier hinten ansiedeln. Weil, wenn die mir irgendwo hinpieseln, ist auch nicht so gut. Oh, die Geschwindigkeit ein bisschen schneller hier. Oh, da haben wir schon Hedge. Auch sehr gut. Weil Hedges produzieren Kohle. Also die können was essen. Die essen Rohstoffe. Ich glaube, die können alles essen, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall relativ viel. Und die scheiden dann quasi, nachdem sie gegessen haben, Kohle aus.
Und das ist halt sehr wichtig zur Stromproduktion oder Medikamente kann man damit auch herstellen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, die Stromproduktion. Gut, da hinten haben sie es soweit abgeschlossen. Der kann hier auch wieder hoch. Noch ein Hedge, sehr schön. Aber zwei Hedges. Hedge. Okay, hier können sie nicht weitergraben. Jetzt mal schauen. Okay. Nix groß. Genau, ich will gucken, dass ich hier gleich Ziegel hinmache. Und dann können wir hier sanitär ein Plumpsklo. Machen wir mal zwei Stück hier hin. Sauerstoff ist. Temperatur. Ja, Sauerstoff ist dann jetzt sehr wenig. Mal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen runtergraben, damit hier das Kohlenstoffdioxid runtersacken kann. Ah, hier haben wir Wasserstoff. Viel Kohle und Magmatit. Granit. Granit ist, glaube ich, auch neu, oder? Das habe ich. Oder gab es das sonst auch? Oder hat sich die Textur einfach verändert? Ich weiß es nicht, aber es kommt mir irgendwie neu vor. So, mal gucken. Gut, ein Plumpsklo steht schon, das ist sehr gut. Man sieht auch, wie der Sauerstoff hier leicht rüberzieht. Denke ich mal, da ist alles voller Kohlenstoffdioxid schon, ne? Aber ist ja nicht so schlimm, die müssen ja nicht da bleiben. So, sagen, bauen wir uns gleich mal ein bisschen in die Höhe und in die Tiefe. So würde ich sagen. Machen wir das. Fangen wir mal hier an. Jetzt können wir mal ein bisschen planen. Ich kann aber ein bisschen langsamer machen am Anfang. Um hier hinterherkommen. Ich will alle Stockwerke immer 4 hoch haben. Ich weiß nicht, bringt das was, wenn man die da lässt? Oder kann man die auch gleich wegbauen? Weil steht ja da, wenn man die schneller abbaut, also wenn man die abbaut. Also die Sauerstoffrate erhöht sich, wenn es ausgegraben wird. Aber es verliert auch schneller Masse, das verstehe ich nicht. Vielleicht lassen wir es einfach so. Vielleicht passt es schon. Gut, jetzt müssen wir schauen. Was hier quasi ausgegraben wird. Das lassen wir nochmal hier oben. Oder beziehungsweise können wir auch einfach ein Ziegel schon reinsetzen. Das macht ja nichts. Gerade mache ich jetzt gerade Sandstein, genau. Gut. Hedges vergraben sich wieder. Ah, alle haben Rückenschmerzen. Oh, jetzt sind wir fast zu langsam. Auf Stufe 2 machen wir schon. Dann geht ein bisschen was vorwärts. Keime und Krankheiten, ja. Ja, ich brauche eine Nahrungsquelle. Ich werde mal schauen, dass ich am Anfang vielleicht mit Mehlholz anfange. Und Mehlwürmer. Oder vielleicht gleich auch schon Dornblüten. Weil Dornblüten... Ich glaube, die Früchte kann man auch direkt essen, oder? Aber ich weiß es gerade nicht. Aber was vorteilhaft ist... Ich glaube, ich kümmere mich mal gleich um Strom. Machen wir das ein bisschen platzsparend. Ups, ich habe noch nicht so viel Kupfererz. Ich schaue mal, dass ich eben gleich mit Strom anfange, dass ich schon ein bisschen forschen kann. Aber ich glaube, ich brauche auch für normale... Blumenkästen oder wie sie heißen, also dass ich Nahrung anpflanzen kann, brauche ich, glaube ich, auch Forschung. Muss ich mal schauen. Ich hoffe, meine Hedges sterben mir nicht. In der letzten Welt, wo ich gespielt habe, habe ich über 1000 Zyklen gehabt und mir sind eigentlich alle weggestorben. Eigentlich alle immer durch blöde Zufälle. Ich hatte die Hedges mal umgesetzt und hatte so ein Wasserschloss, nenne ich es mal, also... wo halt Wasser dazwischen war, damit keine Gase durchdringen können. Und naja, was macht das Hedge? Springt natürlich da rein und ertrinkt. War nicht so schön. Vor allem nicht für das kleine Hedge. Sieht immer so gewalttätig aus, finde ich. Aber die können so süß ausschauen, wenn die da auf diesen... wenn die quasi... Jetzt bei dem Ranch Upgrade gibt es ja so... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Muss ich da mal gucken. Ich glaube, das ist bei Nahrung auch drin. Oder bei Station. Stellenmarkt. Ach, das ist das neue Jobs. Für die Jobs, glaube ich. Gut.
Haben wir mal 3 Batterien, würde ich sagen. Dann verlegen wir noch ein Kabel. Schön im Boden. Dass man es nicht so sieht. Algen haben wir auch. Wir brauchen dann. Wir müssen uns dann eben um Sauerstoffproduktion kümmern. Würde ich sagen, machen wir gleich hier draußen. So. Können wir dann quasi schon ein Waschzuber bauen? Okay, das ist glaube ich früher auch anders. Würde ich sagen, bauen wir mal hier eins.